Werden heute junge Zeitsoldaten und freiwillige Wehrdienstleistende des Luftwaffenausbildungsbataillons, die zurzeit ihre Grundausbildung am Standort Roth absolvieren, ihre Diensteid und ihr Gelöbnis ablegen. Sehr geehrte Damen und Herren, für den Dienst in den Streitkräften der Bundesrepublik Deutschland, hierzu haben sich die jungen Männer und Frauen entschieden, die im Mittelpunkt des heutigen Tages stehen. Und zu dieser Entscheidung werden sie sich heute gleich bekennen. Wenn Sie geloben und schwören, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Sie, meine jungen Kameradinnen und Kameraden, sind erst seit wenigen Wochen bei der Bundeswehr und bereits heute werden Sie sich öffentlich zu Ihrem Beruf, Ihnen, zu Ihrem Land und zu Ihrer Entscheidung bekennen. Ich freue mich daher über jeden einzelnen Gast, der heute anwesend ist. Sie, alle Gäste, unterstreichen damit Ihr Interesse und Ihre Verbundenheit mit der Bundeswehr und insbesondere mit unserem Luftwaffenausbildungsbataillon. Ganz besonders freue ich mich über Sie, die Angehörigen unserer Rekruten, die so zahlreich den langen Weg zu uns hierher gefunden haben. Hierfür gebührt Ihnen allen unser besonderer Dank und unsere Hochachtung. Nach einer kleinen Ermittlung der am weitesten angereisten Angehörigen möchte ich stellvertretend für Sie alle die Eltern von Flieger Ohms begrüßen. Sie haben den weiten Weg aus Nonnerbarup im Kreis Schleswig-Flensburg zu uns hier nach Treuchtlingen auf sich genommen. Glaubt man Google Maps, sind das 815 Kilometer einfache Fahrt. Seien Sie herzlich willkommen und wiederum stellvertretend für alle angereisten Angehörigen mein Dank für die Anerkennung, die Sie damit unseren hier angetretenen Soldaten zukommen lassen. Ich bin mir sicher, dass jeder von Ihnen eine persönliche Begrüßung verdient hätte, da ich aber die Begrüßung nicht unnötig in die Länge ziehen möchte, gestatten Sie mir bitte, einige von Ihnen stellvertretend für Sie alle persönlich willkommen zu heißen. Für unsere Patengemeinde aus Heideck begrüße ich den ersten Bürgermeister, Herrn Ralf Bayer. Für die Militärseelsorge begrüße ich sehr herzlich Frau Pfarrerin Miriam Hugen-Lettenmeier, welche heute den großartigen Gelöbnisgottesdienst gehalten hat. Vom Karrierezentrum Nürnberg begrüße ich Herrn Regierungsdirektor Martin Bauer. Für den Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr begrüße ich Herrn Oberstaatsoberst Werner Wölfel. Als Vertreter des Bayerischen Soldatenbundes heiße ich den stellvertretenden Präsidenten Herrn Wolfgang Niebling willkommen. Für das staatliche Bauamt Nürnberg gilt mein Willkommensgruß an Baurat Arno Zobel. Weiterhin begrüße ich vom Bundeswehrdienstleistungszentrum Ingolstadt den Beauftragten für den Haushalt des Standortes Roth, Herrn Thomas Hörmann. Ich begrüße ebenfalls alle Vertreter der regionalen und überregionalen Presse und freue mich auf eine faire Berichterstattung. Ferner heiße ich Herrn Wolfgang Buch willkommen, der auch heute wieder ein Video der Veranstaltung anfertigen und dieses bei YouTube allen Interessenten kostenfrei zur Verfügung stellen wird. Herr Burg und Flug. Abschließend danke ich den Kameradinnen und Kameraden des Heeresmusikkorps aus Ulm unter der Leitung von Herrn Oberstleutnant Matthias Rock. Ich bin mir sicher, dass Sie unserem Appell heute wieder in bewährter Weise einen würdigen musikalischen Rahmen verleihen werden. So, wenn Sie möchten, wäre nun der Zeitpunkt für einen kräftigen Applaus zu kommen. Rekrutinnen und Rekruten des Luftwaffenausbildungsbataillons. Ihre bewusste Entscheidung für den Dienst in den Streitkräften ist ganz sicher keine alltägliche gewesen. Für mich ist die öffentliche Bekenntnis der Augenblick, in dem Soldat und Dienstherr ihren gemeinsamen Bund tatsächlich besiegeln. Ab heute werden Sie zu unserer im wahrsten Sinne des Wortes verschworenen Gemeinschaft der Soldaten gehören. Ich persönlich freue mich, diesen so wichtigen Tag in Ihrem Leben mit Ihnen gemeinsam verbringen zu dürfen. Martin S., Kommandeur der Luftwaffenausbildungsbataillons aus Germersheim,
Sehr geehrte Damen und Herren Geistliche, sehr geehrte Ehrengäste, liebe Soldatinnen und Soldaten, Eltern und Angehörige, meine sehr geehrten Damen und Herren.